Hallo, herzlich willkommen, grüß euch bei der 244. Folge des Laufenden Decken Podcasts, der Spaß, Spannung und Spiel, also so der Dreiklang der Podcast-Landschaft, der viel Ausdauer verlangt, weil wir sind manchmal so ein bisschen überlang. Das ist einmal alles, was ihr so braucht für einen Long Run am Wochenende oder für einen langen Weg in die Arbeit, wenn wieder mal ein Zug ausfällt. Grüße gehen raus an unsere deutschen Zuhörer. Bei uns fahren die Züge wenigstens, wenn es länger dauert. Und wir haben auch dieses Mal, also wir sind in dem Fall ich, weil die anderen beiden haben beide jeweils zwei kranke Kinder, was total gut ist. Und deswegen habe ich Zeit und mir jemanden gesucht, der diese Lücke mehr als ausfüllen kann, zumindest in der Multisport-Ecke. Und ein Disclaimer vorneweg. Ihr müsst uns nicht entfolgen, ihr sollt uns lieber folgen, damit ihr auch jede Woche das unterstützen könnt. Und nicht entfolgen, weil ich wäre sicher wieder gescholten. Ja, unsere Gesprächspartnerin ist in den welligen Untiefen zu Hause. Sie frönt dem Dreikampf des Teufels sozusagen. Und wir wissen, selbst Moses hat schon das Wasser geteilt, um trockenen Fußes durchzugehen für alle Bibelfesten unter uns. Aber ihr wisst ganz genau, wenn es um wichtige Sachen geht, dann springen wir über unseren Schatten und geben uns den Triathlon hin. Und deswegen kommen die Trailrunner manchmal aus dem Dickicht des Waldes und schauen über den Labestationenrand hinaus. Und damit ich diese Einleitung irgendwie noch sauber zu einem Ende kriege, darf ich jetzt da vorstellen, wer denn bei uns ist und warum das Ganze. Bei uns ist die Tanja Strohschneider. Grüß dich. Ja. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin bei deiner Einleitung schon ausgestiegen. Ich habe nur mitgekriegt, Wasser ist nicht so deins, aber sonst. Naja, ich durfte jetzt da aufgrund meiner Fußverletzung in den letzten Monaten mich dem Aquajoggen hingeben. Oh, und das okay. Ist ja wirklich das Dümmstmögliche auf Gottes Erdboden. Das stimmt allerdings, ja, da gebe ich dir recht. Also, selbst Schwimmen wäre besser gewesen und das mag ich schon nicht. Okay, dann kenne ich mich aus. Ja, und du bist ja Schwimmtrainerin auch noch. Also du bist ja da sehr heimelig in diesen Hallenbädern der Umgebung. Weil du machst seit nunmehr wahrscheinlich, wenn du das schon lang machst, wahrscheinlich schon so knappe 30 Jahre Sport und früh auf Schwimmen, Schwimmen, Schwimmen und seit 2004 oder so bist dann umgeschwenkt und ein bisschen aus dem Becken gestiegen. Ja, genau, bist du gut informiert. Und ja. Hast die in den Wechselzonen vergnügt, die es da so gibt. Sprich, du machst das Ganze jetzt seit 20 Jahren. Genau, das ist richtig, und, ja. Bist in Österreich, und jetzt da wird's schon, und da wird es für mich das erste Mal kompliziert, bist in Österreich unter den top gerankten Frauen. Aber es gibt ja im Triathlon, durfte ich lernen, verschiedene Rankings. Und nur weil man in einem Ranking weiter oben oder unten ist, heißt das nicht, dass man in irgendeinem Kader weiter oben oder unten ist. Und da möchte ich gleich mit einer von dem restlichen Thema dann wahrscheinlich etwas entfernten Frage beginnen. Einfach nur, damit die in diesen Facts ein bisschen sattelfester werde. Wir haben mehrere Kader. Und wir haben eine Weltrangliste. Und um irgendwo starten zu dürfen, musst du in irgendwelche Kader sein oder auch nicht. Und wir haben zum Beispiel die Lisa Hauser, die ist im Elite-Kader. Julia Hauser, also Achtung, Rangliste. Lisa Hauser ist die Langläuferin. Ah, Lisa Hauser. Julia. Lisa Hauser, ja. Julia Hauser. Nein, Lisa Hauser. Nein. Ist die
Die Langläuferin. Nein, die Julia Hauser ist die Triathletin. Nennt er einfach Julia. Julia. Die Romeo und Julia, die Julia. Okay, Julia. Ah. Okay, die ist im Elite-Kader, aber auf Rang 85. Die Lisa Betterer, auf 59 im A-Kader. Und du bist auf 81, bist aber im B-Kader in der Rangliste. What the heck? Also, ja, was? Ich habe tatsächlich um einen Platz, also Top 80 in der Weltrangliste wäre der A-Kader und somit auch eine bessere Förderung hätte das bedeutet. Das habe ich quasi um einen Platz verpasst zum Stichtag. Das war ärgerlich natürlich. Und ansonsten die Verwirrung ist einfach, man kann sich den Kaderstatus über die Weltrangliste holen, aber auch über einzelne Resultate. Also wenn man zum Beispiel Top 20, World Series oder was auch immer, also mit einem Top-Resultat kannst du dich auch in einen Kader, für einen Kader qualifizieren. Und es geht auch über die Weltrangliste, ist aber da nicht immer relevant. Es ist bei uns alles so kompliziert, ja. Und gefühlt hat auch, gibt es für jeden Athleten einen eigenen Kader, weil wir haben mehr Kader als Athleten fast, also mehr Abstufungen, so quasi. Sehr, sehr kompliziert, ja. Okay, also ist die Ranglisten und das Ranking bei euch ähnlich komplex wie die Spur dort selber? Mehr. Komplexer. Weil für uns eins, der sich denkt, ich nehme mir halt Schuhe und dann nehme einen Rucksack, da stopfe ich was zum Essen rein und ab auf den Berg, ist halt so, ja, du brauchst ein Radl und du brauchst ein Schwimmzeug und du musst die den Höhen aufsetzen, bevor du loslaufst und dann musst du das und das beachten und also ich würde mich erschlagen in einer Wechselzone. Ja. da denke ich mir immer so, das ist logistisch ja alles brutal. Allein deshalb scheidet der Sport schon völlig aus. Das schaffe ich in der Hirnkapazität nicht. Ja, es ist auch teilweise schade, du sprichst da auch einen wesentlichen Punkt an für unsere Sportart, rein jetzt so von der Attraktivität her gesprochen, sage ich mal, weil allein durch dieses irrsinnig komplizierte Punktesystem und Ranking, das fängt bei uns selber im ÖTRV, also innerhalb des österreichischen Triathlonverbands an, mit diversen Quali-Kriterien und bla bla bla, und endet aber im großen Rahmen international unter World Triathlon, die ja für die Kurzdistanz, für den olympischen Triathlon quasi als Ausrichter halt quasi verantwortlich sind und wo sich das alles abspielt. Es ist einfach zu viel. Also es gibt zu viele verschiedene Rennen, wo sich keiner mehr auskennt. Kein Mensch weiß, dass ein Weltcup eine Stufe niedriger ist von der Wertigkeit her als eine World Triathlon Series und so weiter. Also es ist viel zu kompliziert und macht es deswegen für den Zuschauer oft ja kompliziert und damit auch unattraktiv. Ja. Also ich muss zugeben, das Einzige, was ich mir tatsächlich angeschaut habe, weil ich es spannend gefunden habe und ich zu der Zeit selber auf Zwift am Radl gesessen bin, das war diese Super League hieß sie und das Ganze Indoor, das habe ich auch super lustig gefunden. Ja. Am Laufband, am Zwift, Radl und im Becken. Das habe ich ganz lustig gefunden, einfach nur, weil ich glaube, dass es einfach, also vom Zuschauerspektakel, alles in einer Halle ist schon, also ganz cool, vor allem du hast halt alle Vitalwerte gleichzeitig gesehen und wer wann wie viel eingetreten hat, also so für die Übertragung schon sehr geil. Ja. Ob es sportlich vergleichbar ist mit Outdoor, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Nein. Aber nein, es ist allein das auf dem Laufband laufen, man muss schon gezielt trainieren, dann haben sie dort auch immer wieder technische Probleme gehabt, vor allem auch mit den Laufbändern, also auf Zwift ist natürlich auch was anderes, was man ein paar Mal gemacht haben muss, ist schon was anderes, ist halt während Corona damals entstanden, damit man anfangen konnte, wieder irgendwas zu tun, ne? Von dem her war es ganz cool, aber generell muss man sagen, Super League ist ja ein privater Veranstalter quasi, die machen da schon eine sehr, sehr coole Sache, also auch die normalen, aber wobei ganz normal sind die Triathlons ja nicht, weil da gibt es ja auch unterschiedliche Reihenfolgen, dieses und das, aber das macht es halt spannend und interessant. Das ist schon ganz cool. Du machst drei kurze Rennen, die nachher die Reihenfolgen verändern und dann gibt es irgendwelche Abkürzungen und da wird dann schon wieder kompliziert. Genau, das auch, ja. Aber es ist sehr actionreich und alles sehr, sehr kurz und kurzweilig auch, das ist schon cool, ja. Das ist auch das, wo ich sage, für den nicht in dem Sport Seienden ist das, glaube ich, so was, wo man sagt, das ist ganz spannend, das ist wie, weiß ich nicht, wenn du da einen Biathlon-Sprint anschaust, du hast keine Ahnung vom Biathlon, aber denkst, das schaut ganz geil aus. Ja, auf jeden Fall. Das ist cool. Weil 50 Kilometer Langlauf, klassischer Stil, gell?
Das ist halt auch. Das ist halt wie Hawaii zuschauen. Kannst schon machen, aber da musst du halt den ganzen Tag sonst nichts zu tun haben. Ja, das ist, ich habe noch nie in meinem Leben ein ganzes Ironman-Rennen geschaut, noch nie. Das glaube ich. Ja. Eben genau aus dem Grund. Ja, das ist das Lustige, auch in unserem Sport. Es gibt trotzdem eine erklägliche Menge an Zusehern, die sich zum Beispiel in Ultra Trail de Mont Blanc anschauen. Ganz. Ja. Also die ganzen 20 Stunden der Übertragung oder 24 Stunden. Und dann denkst du so, ja, ich meine, ich habe mir ganz durchgängig, was man nicht angeschaut, aber ich habe es halt auch stundenlang nebenbei laufen. Ja. Aber das war jetzt da eigentlich schon ein weiter Ausflug wo ganz anders hin. Also grundsätzlich in deine Sportart. Wie bist du überhaupt auf die Spur dort gekommen? Also wie bist du eigentlich aus dem Wasser zum Triathlon gekommen? Ja, tatsächlich war der Schwimmverein, wo ich begonnen habe, das war eigentlich durch meine besten Freundinnen im Kindergarten. Da war der Vater, war Schwimmtrainer und dann war eigentlich, wir gehen zum Schwimmtraining, aber in Wahrheit haben wir halt gedacht, wir gehen gemeinsam spielen, ne, im Wasser und Ding. Und dann ist das halt nach und nach entstanden, dass ich dort regelmäßig ins Schwimmtraining gegangen bin und der Verein war aber eigentlich mehr auf Spaß ausgerichtet, dieser Schwimmverein. Und wir sind da schon auch an Wettkämpfen teilgenommen und so. Es war aber halt immer Spaßfaktor im Vordergrund und ich habe halt dann für mich so mit 12, 13 gedacht, eigentlich Wettkämpfe machen, das macht mir Spaß und ich würde da gern mehr machen und ich möchte so ein bisschen leistungsorientierter betreiben und eigentlich, dass ich Leistungssport auch machen möchte. Und dann war irgendwie einerseits, dass man mir dann schon gesagt hat, so mit 13, 14, beim Schwimmen ist eigentlich schon spät, weil da hätte ich schon in jüngeren Jahren sehr viel mehr schwimmen müssen, weil da das Hochleistungsalter eben deutlich niedrigeres ist als im Triathlon. Und das Zweite war, es war irgendwie, weil halt so mein engster Freundeskreis in diesem Verein war, war es irgendwie auch nie, stand nie zur Debatte, dass ich Verein wechsle. Und dann habe ich eben den Schwimmtrainer damals immer genervt und gesagt, ich möchte mehr trainieren. Ja, nein, bei uns wird nicht mehr trainiert, wir trainieren dreimal in der Woche oder ab und zu mal viermal in der Woche und das ist es und fertig. Und ich war, ich möchte aber mehr machen. Und dann hat er irgendwann gesagt, weißt du was, Daniel, probier mal Triathlon aus, da kannst ganz viel trainieren und das wird dir sicher taugen. Und ich habe damals, das haben irgendwie alle von uns auch immer schon so spaßhalber mitgemacht, da gab es diesen Kids Cup auf der Donauinsel. Edrika Gran war da mit Gerhard Seidel damals so Ausrichter und da haben wir auch immer schon mitgemacht, da waren auch so Mini, also so Kindertriathlons und Duathlon hat es gegeben und mal einen Lauf und so, da haben wir immer schon mitgemacht und von daher war es mir schon bekannt, was Triathlon ist und wie das ist und dann habe ich eigentlich, ja, dann habe ich mir gedacht, okay, probiere ich aus und bin dann eigentlich gleich bicken geblieben, wie man so schön sagt und habe mir gedacht, ja voll, das taugt mir voll und das möchte ich weitermachen und das möchte ich professionell machen und habe mich dann eigentlich, das war Herbst 2006 für meine erste Jugend-EM schon qualifiziert und dann ist es eigentlich eh schon dahin gegangen. Ja, wobei, das ist ja im Triathlon so mit 14, 16, bist ja noch quasi wirklich noch nicht zu alt. Nein, genau. Im Gegensatz zu, wenn du mit 16 zum Skifahren anfängst in Österreich, dann dann kannst du gleich für die Altersklasse sparen, weil sonst da wird es nichts mehr. So gesehen hat man da im Triathlon noch sehr viel Zeit, ja, das war schon gut. Und auch, dass ich da vorher schon eine Disziplin gemacht habe und laufen tut man ja auch immer ein bisschen oder bin ich auch schon immer ein bisschen, von dem her, ja, hat das schon gut passt. Vor allem, du hast die Disziplin gemacht, die den meisten später am meisten Probleme bereitet, wenn sie es nicht früher gelernt haben, weil einfach die Schulterbewegung und so weiter einfach, weiß ich nicht, wenn du mit 40 anfängst, dann ja. Vergiss es. Dann. Genau, natürlich auch also die Technik. Vielleicht was man, kriegst. Also du hast ein Talent, ja. Du hast ein großes Talent. Ja. Aber sonst ist es natürlich, Technik lernen als Kind im Schwimmen ist ganz was anderes, als wenn man es dann erst später als jugendlicher Erwachsener lernt. Das ist natürlich deutlich schwieriger, ja. Ja. Und du bist dann in deiner Jugendzeit bis zu die Junioren, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob das auch so heißt, also kurz vor der allgemeinen Klasse quasi schon im Nationalkader gewesen und warst du auch echt weit vorne dabei? Genau. Also ich so mit 15, 16, ja. Ja, schon im aber Kader das dann, ist halt mal alles noch nach oder neben der Schulbildung, weil man tut halt noch nebenbei irgendwas und irgendwann wird man fertig und normalerweise ist dann der Sprung in Österreich, wenn du das professionell machen willst,
gehst entweder zum Bundesheer, zur Polizei oder irgendwas Drittes gibt es, glaube ich, noch, aber das war's dann. Ich würde jetzt gar nichts Drittes einfallen, das war's im Großen und Ganzen. Ja, genau. Also ja. Ich habe ein normales Gymnasium auch gemacht, tatsächlich. Ja, ich wollte nicht in ein Sportgymnasium oder so wechseln. Meine Mutter wollte auch nicht, dass ich wechsle. Dann bin am Schulschiff auf der Donauinsel in die Schule gegangen. Und bin eigentlich, ich hätte dann zum HSZ, zum Bundesheer kommen sollen, war aber untauglich, weil ich einen Hörfehler habe. Also ich bin am rechten Ohr taub. Deswegen ist diese Option das ist beim gleich einmal. Ja, tatsächlich stand mir meine Ehrlichkeit im Weg. Ich habe das leider angegeben, weil es wäre vermutlich nicht aufgefallen bei dem Hörtest. Den habe ich bestanden, ja, lustigerweise. Ich habe den Hörtest bestanden, habe es aber leider aufs Formular hingeschrieben, weil ich dachte, das ist Bundesheer, da kann ich nicht lügen. Ne? Und habe das hingeschrieben, dass ich am rechten Ort taub bin. Und dann wurde ich zum Gespräch gebeten und gesagt, ja, eigentlich habe ich alles bestanden, aber ich habe halt da hingeschrieben, dass ich ja taub bin. Na, dann sind sie leider untauglich, sie können nach Hause gehen. Und somit war meine Chance, Profi zu werden. Du hast genau das Gegenteil gemacht von alle Männer, die bei der Musterung sind. Die versuchen alles, um aus sie zu kommen und werden quasi, die müssen schon halb verblutet ankommen und sagen, jetzt geht sie noch aus, du bist tauglich. Ja, das war ein Drama. Damit habe ich mal ziemlich selber ins Knie geschossen. Ja, ich hätte es deutlich einfacher haben können, ja. Das heißt, du hast nachher quasi dir den Rest wieder selbst finanzieren müssen, bist dann aber im Kader gewesen und hast dann, ich weiß nicht, ob man dann, wenn man im Kader ist, zumindest vom Verband die Trainings oder die Trainingslager oder ähnliches zahlt kriegt oder nicht, weil alles rundherum halt nicht, aber so in die Richtung. Teilweise, ja. Aber du bist ja auch aus dem Kader wieder rausgeflogen. Ja, genau. Weil österreichische Sportverbände manchmal komisch sind. Aber ich beschränke es nicht auf Österreich, sondern wahrscheinlich international so. Aber in Österreich hört man es halt dort und da nochmal, dass man aus dem einen Kader rausfliegt, weil man, keine Ahnung, weil man einen anderen Trainer hat und das ist in dem Verband nicht erwünscht, weil wenn, dann musst du mit den Trainer trainieren, die da sind und in andere haben es Richtlinien, wo drinnen steht, du musst, weiß ich nicht, so groß oder so schwer oder so sonst was sein und das war halt im Triathlonverband, glaube ich, so, dass sie dich dort rausgekickt haben, weil du schwer warst. Genau, das war mit einem wesentlicher Grund, also wenn ich da ein bisschen ausholen kann davor, es ist eben so mein erster international wirklich wichtiger Start, war eben 2006 die Jugend-EM in Rijeka. Dort sind wir Vierter geworden. Ich sag wir, weil das wurde damals im Jugendbereich immer als Teambewerb, also drei Mädels starten als Staffel quasi hintereinander, wobei jede so einen kleinen Triathlon macht und da war ich eben Teil davon. Und da sind wir Vierte geworden, 2008 sind wir dann Dritter geworden. Und da hat das dann so ein bisschen begonnen, auch von Vereinsseiten her, also auch von meinem näheren Umfeld eigentlich, muss man sagen, und Betreuerseite und Verbandseiten, dass halt dann so ein bisschen angefangen wurde zu rechnen, ja, weißt du, ihr seid eh gut und dann, ja, du bist gut und das schaut alles gut aus, aber ein Triathlon wird halt beim Laufen entschieden und naja, da musst du halt schon, wenn du dann noch ein bisschen was rausholen willst, dann ja, ein, zwei Kilo weniger, weißt du, das sind automatisch, ohne dass du irgendwas tun musst oder so, ein paar Sekunden immer mehr am Kilometer und das heißt dann so und so viele Sekunden auf 5 Kilometer und so, da wurde dann gerechnet und ich habe mich halt brav dran gehalten, weil ich halt immer alles machen wollte oder immer alles machen will, was mir aufgetragen wird. Und habe gesagt, naja, wenn es ein bisschen leichter wird, dann geht noch was. Und das habe ich dann gemacht und habe halt einmal das erste Mal geschaut. Gesund habe ich mich schon immer ernährt, aber so wirklich ein bisschen auch mitnotiert und so, wie viel ich esse, was ich esse. Und das hat am Anfang auch funktioniert und ich habe damit abgenommen, 1, 2, 3 Kilo, wobei ich eben sage, damals, ich finde, das war wirklich voll okay für eine 16-Jährige, wie ich ausgeschaut habe, wie ich da eigentlich dann schon austrainiert war, weil das ist dann eh automatisch gekommen, indem man nicht mehr nur schwimmt 4-mal die Woche, sondern halt Schwimmen, Radfahren, Laufen macht und das von den Trainingsstunden auch wesentlich mehr. Das hat einmal dann funktioniert. Was hast du da ungefähr an Trainingsvolumen schon gehabt? Weil
Also du bist ja da schon in einer Leistungsklasse unterwegs gewesen, die nicht so ohne war. Also, und gerade ja. in so einer umfangreichen Sportart bist du ja schnell einmal auf 20 Stunden. Genau, da war ich sicher schon. Also 20 Stunden habe ich auf jeden Fall gehabt. Hat sich wahrscheinlich manchmal auch hin zu die 25 bewegt, so in den Rahmen. Ja, je nach Jahreszeit natürlich, also saisonbedingt. Und ja, genau. Und dann hattest du diese ganzen Außenmenschen, die total gute Ratschläge hatten. genau. Und das habe ich dann gemacht und dann immer, ja, super, jetzt bist du auf einem guten Weg und dieses und jenes. Und ich höre immer weiter. Und dann irgendwann hat das Ganze plötzlich begonnen umzuschlagen. Also ich habe halt immer mehr Kalorien reduziert, auch die ich am Tag gegessen habe, und habe halt dann plötzlich angefangen zuzunehmen. Und dann war natürlich einmal Panik. Das hat man natürlich auch relativ rasch mir angesehen. Und da wurde ich auch gleich zur Rede gestellt, ja, wie kann das sein? Wir haben dir doch gesagt, du musst abnehmen, du musst auf dein Gewicht achten und dieses und jenes. Und dann sind auch die ersten Verbote gekommen, okay, du isst keine Nachspeise mehr und so weiter. Und ich habe es natürlich nicht verstanden, weil ich habe gedacht, hey, ich passe doch so auf und ich zähle mit, ich zähle Kalorien und ich schaue und tue und es wird mehr. Okay, was ist dann die Konsequenz? Okay, offensichtlich esse ich zu viel, ich muss weniger essen. Und was ist passiert? Ich habe weiter zugenommen. Wir reden aber jetzt dann noch immer von jemandem, der 16 ist, oder? Na, da war ich dann schon ein bisschen älter. Oder also 17, da war ich dann super. 18 hat es langsam zu kippen begonnen. Also 17 habe ich dann entsprochen. Wunderbar, wir sind also in einer Zeit, 17, 18, und du sagst an Mädel, das relativ austrainiert ist und eh schon wahrscheinlich körperfettmäßig irgendwie 5% unterm Schnitt, das sonst so umeinander ist, na, du isst jetzt da keine Nachspeis und du bist eigentlich zu dick und du bist, obwohl die Ergebnisse passen, da geht noch was. Ja, well, guter Weg, guter Weg, Respekt. Ja. Also, Also das Gewichtsthema war der Kassen von dem Oregon Project Salazar, glaube ich, genau. Das war auch ein guter. Ja. Also okay. Das Gewichtsthema selbst hat schon mit 16 begonnen. Da kann ich mich genau erinnern, dass so die ersten Male so, ja, weißt du, mit Rechenformeln, ganz interessanten Rechenformeln, wie viel Kilo weniger, wie viele Sekunden am Kilometer heißen und so. Mhm. Und gekippt, würde ich sagen, ist es eben dann so mit 18, 19, also ich, mein System, das quasi mein Stoffwechsel am Anschlag war und das Ganze in die negative Richtung ausgeschlagen hat. Ja, ja, ich habe zugenommen und zugenommen und zugenommen, bis auf, ich war auf über 80 Kilo und das ist dann definitiv in meinem Sport, bei meiner Größe, das ist zu viel, da braucht man nicht reden. Ja. Was ist deine Größe? Also, dass man ein bisschen Relation hat. Ja, 1,76. Du bist jetzt auch nicht klein quasi, aber ja, 80 Kilo auf 1,76 dann auch also relativ viel. Ja. Genau. Also ich war auch zum Vergleich, ich war mit 16, war ich schon ausgewachsen, also war ja schon 1,76 und habe so 66 Kilo gehabt, 66, 67 vielleicht, ja. Und also nur damit man sich's vorstellen kann, also das waren dann schon gute 15 Kilo, die draufkommen sind, ja, also waren dann nicht natürlich von heute auf morgen, das ist dann immer schlimmer geworden, weil meine Konsequenz war immer, okay, ich muss noch weniger essen. Und ja, also es ist, bevor ich dann da auch aus dem Kader geflogen bin, weil das ist schon was, das muss ich, nehme ich auch, falls es Konsequenzen geben sollte, wovon ich jetzt einmal nicht ausgehe, aber das nehme ich auch, würde ich auch in Kauf nehmen, muss ich schon ansprechen. Es steht bei uns nach wie vor im Athletenvertrag quasi, dass wir eine Körperkonstitution, wenn wir im Kader sind, haben müssen, die eine optimale, bitte nicht auf jedes Wort festnageln, aber so eine optimale, so quasi ein optimales Leistungsvermögen, also optimale Leistungsfähigkeit quasi ermöglicht. Ja? Das, was ich daran kritisiere, ist, das heißt nichts für mich. Was heißt das jetzt? Genau. Weil wer beweist mir, dass ich mit 2 Kilo weniger schneller wäre? So jetzt. Oder mit 2 Kilo mehr. Also es sagt mir nichts, was das jetzt heißt. Ja. Nein, es ist ein Gummiparagraf, den da jeder gegen dich auslegen kann. Ja, das, genau. Genau so steht, also so wie es sich für mich anhört. Ja. Weil das ist so, wie wenn jemand zu irgendwem sagt, na, wenn du beim Skispringen noch einen halben Kilo leichter bist,
bei deiner Körpergröße, dann kannst du viel weiter springen. Ob du dann weniger Sprungkraft hast, weil du einfach die Energie nicht hast oder so, puh. Und dort haben sie aber schon gegensteuert, Gott sei Dank. Ja. Ich will jetzt auch nicht unterstellen, dass das jetzt, also ich höre jetzt aktuell nichts vom Kader aus, also vom Verbandsseiten aus, dass ich abnehmen müsste. Ja. Ich sage nur, ich weiß, wie es ist, ein 16-, 17-, 18-jähriges Mädel zu sein, wenn das nur irgendwer in meinem persönlichen Umfeld oder sportlichen Umfeld jetzt sagt. Und dann steht sowas auch in unserem Athletenvertrag. Und ich weiß nicht, was das jetzt heißt. Und es dreht sich immer alles um, du musst leichter sein und leichter sein. Und das ist jetzt was, was halt Leute objektiv dann, oder nicht objektiv, sondern eigentlich subjektiv, muss man sagen, genau, subjektiv entscheiden. Bin ich jetzt gut? Und gerade junge Mädels fragen sich dann ständig oft einmal, ja, passt das jetzt, wie ich ausschaue für Triathlon oder nicht? Oder Ding? Ist das eine für mich, finde ich, sehr schwierige Formulierung, muss ich sagen. Nee, es ist vor allem die einzige, auf die man sie quasi kaprizieren kann, wenn man nicht sehr, sehr tief in dem ganzen Mechanismus drinnen ist von Energiebereitstellung, Leistungserbringung, Ernährung und diese Zusammenhänge, die mit 16, 17, 18 wahrscheinlich jetzt dann noch nicht so intus hast und die halt auf Menschen in deinem Umfeld verlässt, von denen du ausgehen musst, dass die versuchen, das Beste für dich zu tun, ohne dir zu schaden. Ja. Weil das ist im Endeffekt so, wie wenn die irgendwer mit 16 auf irgendwelche, weiß nicht, Model-Shows schickt und sagt, ja na, also ja, du bist zwar schon ganz gut dabei und bist Dritte geworden, aber weißt du, 2 Kilo weniger? Ja. Weil Size Zero ist schon fast ein bisschen stick. Ja. Da geht noch was, dann bist du nächstes Mal noch eine Stufe drüber. Yeah. Weil das ist dann schöner oder besser. Und du sagst, na, besser ist normalerweise derjenige, der gewinnt. Yeah. Punkt. Yeah. Und manche sind, ich vergleiche das, ich sage das immer, wenn es ums Laufen geht, wenn ich mir einen Andy Walter anschaue. Mm. Und ich schaue mir irgendwie die Leute, die rund um ihn normalerweise laufen, in seiner Gruppe, die sind alle einen Kopf kleiner und um eine Schulter geringer. Weil er ist aerodynamisch wie eine Schrankwand, aber trotzdem ist er schnell. Also ja, wobei es ist schon lustig beim Andi jetzt, und der Andi ist groß, das stimmt, aber das Marathontraining, es verändert ihn. Also muskulär, also bei den Muskeln sieht man es und er ist auf jeden Fall schlanker und auszahler, obwohl er gleich viel isst wie immer, aber da isst es halt auch nicht mehr. Also man sieht schon, dass das Training auch seine Wirkung hat, ja, und er sich körperlich verändert und halt anders ausschaut, als wo er 1500 Meter Läufer war, ja. Naja, gut, da brauchst du viel mehr Schnellkraft quasi. Ja. Und das ist es ja, wenn du, so wie du jetzt da Triathlon machst mit 20, 25 Stunden Umfang, also bei uns hast du es, also jetzt auf der Langdistanz am Trail, hast du die Umfänge auch in deinen Peakwochen am Berg und bist du den ganzen Tag draußen. Aber da wird davon, quasi auf der Distanz, wird davon von Anfang an beibracht, essen, essen, essen. Gewinnen tut, wer am Schluss noch was reinkriegt. Mhm. Weil wenn du keine Energie mehr hast, hast du halt verloren. Mhm. Und da finde ich es halt, ich finde es einfach grob fahrlässig, irgendjemandem zu sagen, iss weniger. Das ist, wenn sie zu dir gesagt hätten, trainier mehr, wäre es wurscht gewesen wahrscheinlich. Und nicht iss weniger. Das ist das, was das finde ich immer sehr schwierig, weil das kann zu nichts Gutem führen. Und da frage ich mich immer, warum es da nicht Ansprechpersonen geben, gibt, die sich dann um dieses Thema kümmern? Ja, das gibt es schon. Also, ich sage, man muss das von zwei Seiten sehen. Es wird da schon was getan. Ich glaube aber, dass es nicht wirksam ist, das, was getan ist, was getan wird. Weil es ist Theorie, es ist alles schön und gut, aber wenn ich mal so anschaue, was tatsächlich abgeht, tut sich da eigentlich nicht viel, weil das Problem ist nach wie vor leider sehr präsent. Gefühlsmäßig, ich habe keine Fakten und Zahlen, aber gefühlsmäßig von Beobachtungen wird es eher schlimmer als besser. Das gibt es zwar schon so wie Frauen im Fokus und Ding und dieses und jenes, ist ja alles schön und gut, dass darüber gesprochen wird. Aber
Das schießt meiner Meinung nach, muss ich sagen, am Ziel vorbei. Also das kommt auch vor allem nicht bei den jungen Mädels an. Und wenn jetzt Trainer, Coaches, Betreuer geschult werden, ist das auch super. Aber ja, was hören, wie es sein sollte, ist das eine, wird es dann auch so umgesetzt. Das wage ich zu bezweifeln. Und meine persönliche Erfahrung zeigt irgendwie auch, dass also die Menge an Betreuern und Trainer, die da nicht auf dieses Gewichtsthema sich total eingeschossen haben oder wo das nicht zumindest einmal Thema gewesen wäre und das aber auf negative Art und Weise, ja, ich kann was so und so besprechen oder ich kann so und so eine Herangehensweise haben. Ich habe das immer oder zu einem leider sehr großen Teil, nicht immer, es gab positive Ausnahmen, aber zu einem sehr großen Teil immer als sehr, sehr negativ erlebt, ja. Und ich war da sicher ein extremes Beispiel damals. Man hat auch versucht, von Verbandseiten mir zu helfen, nur ist der Schuss komplett nach hinten losgegangen und das ist schon was ich sehr kritisiere, was mir damals angetan wurde, jetzt sehr dramatisch formuliert, weil ich wurde ja damals, wo man gesagt hat, okay, die nimmt zu und nimmt zu und nimmt zu, wurde ich ja mit dem Druck so ein bisschen, okay, du fliegst nicht aus dem Kader, wenn du es schaffst, wieder abzunehmen, und wurde damals in der Südstadt zum IMSB Austria geschickt, ne? Und das IMSB Austria gibt es heute nicht mehr. Jetzt ist es ja das LSA und ist Neuübernahme und Ding. Und kann jetzt auch heute mal sagen, von dem, was ich erlebe, dass positiv gearbeitet wird. Also auf jeden Fall besser und nicht mehr. Also ich habe keine ähnliche Erfahrung mehr gemacht wie damals. Damals kam ich aber dann zu einer Dame, die hat mir gesagt, dass ich sowieso total ungeeignet bin für Triathlon, weil ich bin auch viel zu groß, viel zu muskulös. Weil damals war gerade so eine Phase, da waren gerade die Australierinnen sehr dominant bei den Frauen in unserem Sport. Die waren alle ganz klein und ganz zart. Und heute sieht man ja auch mittlerweile, Gott sei Dank, es gibt total verschiedene Typen, also Typen, Typ Frau quasi, die erfolgreich sind im Triathlon und ist das alles widerlegt und so. Aber die hat mir damals gesagt, ah, hör sofort auf, das ist komplett sinnlos bei dir. Und auch wie du ausschaust, quasi, na, unmöglich und geht gar nicht. Und dann haben sie mal einen Plan in die Hand gedrückt für, den habe ich heute noch, den habe ich aufgehoben, der liegt da oben, mit 1500 Kalorien am Tag, maximal Ernährungsplan, ja. Damals noch eben war ich ja daheim noch bei der Mama und wir haben das ganz penibel alles danach gekocht und gemacht und so weiter. Und ich habe weiter zugenommen. Und dann habe ich halt noch versucht, diese Abwägen, weil dann war immer, okay, du bist jetzt, ich weiß nicht, ob es jede Woche war oder jede zweite Woche oder irgendwas so halt, musst du zur Körpervermessung, wirst abgewogen und wenn das jetzt pro Woche oder pro Monat so und so viel weniger ist, dann bleibst du im Kader, wenn es in die richtige Richtung geht und wenn nicht, dann fliegst du halt raus. Und am Anfang habe ich mich halt noch durchgeschummelt, weil mit dem 1500 Kalorien am Tag, das hat eben nichts bewirkt. Also ich habe halt tendenziell weiter zugenommen. Aber ja, man versucht das halt dann kurzfristig schnell rauszuschwitzen, ne? Und am Vortag ist schon nichts mehr und auch so wenig so wie möglich, wie die Boxer, so wie es aushalten, super. Nur mehr trinken und versucht alles rauszuschwitzen noch und noch 3 Stunden am Ergometer mit, keine Ahnung, 10 Pullover drüber und alles raus, genau, wie die Boxer, ja, die schnell Gewicht machen müssen, aber ja, das kann sich ja jeder ausrechnen, wenn es immer weniger werden muss, alle paar Wochen, dass das Spiel halt irgendwann ein Ende hat und so kam es halt dann. Ich hatte damals noch die Ergebnisse und bin aber halt dann aufgrund meiner Körperkonstitution schon aus dem Kader geflogen. Und da sage ich, ja, okay, es hat mir der Verband quasi die Chance gegeben und hat halt gedacht, bei mir MSB wird mir sicher geholfen und ich habe dann professionelle Betreuung, dass mir das helfen wird und dass ich das schaffen kann. Oh, ja. Ja. Das, was halt dann dort abgegangen ist und dass das ein kompletter Schwachsinn war. Und aber das ist ja das Schlimme, oder? Ich meine, das ist ja genau diese Geschichte, dass du sagst, einfache Rechnung, du hast Ernährungscoach oder irgendwen rund um dich und wenn die sehen, du hast einen Tagesumsatz von, weiß ich nicht, 3.000, 4.000 Kalorien jeden Tag im Training und die schreiben davor, dass du jeden Tag die Hälfte isst. Ich meine, das mache ich mit jemandem, der, weiß ich nicht, vielleicht Adipositas 3 hat und der kurz vorm Krepieren ist, wo er sagt, hey, du musst jetzt eine Radikaldiät machen, weil dein Körper da zahlt es nicht. Aber nicht jemand, der den ganzen Tag on fire ist und quasi verbrennt wie irre. Ich meine, das ist, heute glaube ich, würden das als Red S bezeichnen. Oder das geht in diese Richtung, nur halt von außen aufgesetzt. Ja, es ist tatsächlich sogar so, selbst einer, der schwer übergewichtig ist, kann es sein, dass der so nicht abnimmt. Weil der mit so wenig Essen, der hat ja trotzdem einen viel höheren Verbrauch, weil alles für den viel anstrengender ist. Das heißt, damit der mal der Stoffwechsel funktioniert, braucht auch der Energie. Ja? Es ist alles spannende Sachen, die ich bei meinem Ernährungsdiagnostiker, den ich jetzt heute habe, dem Jürg Hösle in der Schweiz gelernt habe.
Ich sage da, warum, was der springende Punkt bei dem Ganzen war, bei mir, auch mit dem IMSB und so weiter, und das hat mich bis heute traumatisiert, die haben mir nicht geglaubt, dass ich so wenig esse. Die ist hundertprozentig, sie hat mir zwar nicht ins Gesicht gesagt, ah, du lügst, du isst sicher mehr, aber das unterschreibe ich, man hat hundertprozentig geglaubt, dass ich nicht so wenig esse, dass ich halt heimlich esse oder halt mehr esse, als was am Plan steht. Und das von mir im SB selber wurde mir das nicht unterstellt, aber generell, wenn ich damals jemandem gesagt habe, und das war das Schlimmste an dem Ganzen, dass ich wirklich so wenig esse, weniger als 1500 Kalorien am Tag, es hat mir niemand geglaubt, nicht einer. Ja gut, meine Mama, weil die hat für mich gekocht und die hat mich den ganzen Tag erlebt, ja, und hat das gesehen, wie ich mich dran halte, aber dass ich in Wahrheit jeden Tag, das war wirklich Hungern. Also wenn du so viel trainierst, das war schlimmes Hungern. Das war jeden Tag Hunger haben, das war nur mehr fertig sein, erschöpft sein, körperlich fertig, der psychische Druck natürlich psychisch fertig, alle haben über mich gelacht, also gefühlt, wirklich, ich bin in die Südstadt gekommen und das, die Leute haben schon getuschelt. Du kannst die Leistung ja nicht mehr bringen. Also du kannst die Leistung nicht bringen, Leistung, weil woher soll der Körper das nehmen? Ja. Und ja, im Kopf bist halt komplett im Eck, weil, also, ja, also das musst du ja mal, also den, das ganze den ganzen Gegenwind musst halt einmal vertrauen. Und man, wenn das jetzt jemandem passiert, der, weiß ich nicht, 45 ist oder 50 ist, gesettelt ist und dieses und jenes in seinem Leben schon gemacht hat und dann kommt er in irgendeine Firma und dort sind einfach 30 Leute, die ungut sind den ganzen Tag und auf irgendwas herumreiten, dann geht die Person normal als irgendwann und auch da bleiben normalerweise Spuren. Aber wenn dir das passiert, in einer Zeit, wo du noch relativ wenig Lebenserfahrung hast, ich meine, da frage ich mich halt, also du hast dann jemand gefunden mit deinem Ernährungscoach in der Schweiz, der dich ja bis heute begleitet, dem du vertraust und ich glaube, der größte Anker ist deine Mutter, weil man die hat dich auch in der Zeit ertragen müssen. Ich gehe davon aus, dass du nicht ganz entspannt warst den ganzen Tag. Oder hast keine Energie gehabt? Ja, das geht tatsächlich eher in die Richtung. Ich war eher sehr traurig in der Zeit, würde auch sagen, sehr zurückgezogen. Also ich würde nicht sagen, ja, ich war in einer Depression, aber eher in diese traurige Schiene, ruhig und nicht jetzt irgendwie so wie der Klassiker, so die, nicht hangry, quasi wenn man mal kurzfristig Hunger hat und einfach nur mehr grantig ist, wenn man was essen will. Ja. Was ist der kurzfristig? Sondern, das ist mein täglich Brot. Ich gebe mir 3 Stunden nichts zum Essen. Das ist schrecklich. Ja. Wir sind in der Gassen. Ja. Das war lustig, weil es bei mir in der Firma jeder. Ja, na, ist normal, oder? Wenn du mich grantig machen willst, 3 Stunden Meeting ohne Essen. Verstehe ich, kann ich gut nachvollziehen. Aber was mich da sehr, wo ich mich frage, ist es so ein Grundvertrauen? Weil wie hast du noch so viel Mistgunst, Gegenwind, Scheiß überhaupt noch irgendwem vertrauen können und gesagt, jetzt probiere es mit dem oder schauen wir mal oder keine Ahnung, weil man, der hat die schon wieder da rausgezogen und die wieder auf Spur gebracht, aber gehst du nachher nicht in diese ganze, ja, wie soll ich sagen, Wettkampfwelt, weil die Leute sind ja immer noch da, hinein und sagst, ja, eigentlich geht's alle weg. Naja, ja, es war schon, das muss ich sagen, das ist mir, lustigerweise ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber das ist mir schon geblieben ein bisschen, eine Spur von Scham, weil es sind ja die Leute sitzen ja teilweise noch immer auf ihren Positionen, denen gegenüber, die mich damals so gesehen haben. Ich habe mich ja selber nicht wohlgefühlt und wenn dich gefühlt wirklich alle auslachen, das macht was mit dir. Also ich habe mich dauernd geschämt, aber ich habe auch nicht aufhören können mit Sport, also bin ich halt weiter dort erschienen und habe mich weiter auslachen lassen. Ja. Aber das schon, und weil du ansprichst, Vertrauen, also es ist bis heute ganz schwierig, dass ich dieser Mensch war oder dass ich mal so war, weil ich so natürlich nicht sein wollte. Und weil du sagst, Vertrauen, es ist, ich kann mich ja genau an den Moment damals erinnern, ich habe damals bei einem Schweizer Trainer trainiert, das war einer der wenigen, die nicht auf mein Gewicht so rumgehackt haben, sondern die mir geholfen haben und die das einen sehr positiven
Zugang zu dem Ganzen gehabt haben. Das war der Claude Ammann und der hat den Jürgen gekannt, ist mit mir dort hingegangen. Für mich war es erstmal Panik. Also ich bin davon ausgegangen, okay, jetzt kriege ich wieder eine am Deckel, ich höre wieder, dass ich zu dick bin, zu schwer, nicht gemacht für Triathlon, ich werde wieder fertig gemacht, ich werde wieder heulen heute und so weiter, so Horror, aber wie immer brav ich halt bin, ich bin halt mitgegangen, ich habe gesagt, okay, ich mache das. Gut, der Jürg macht seine Vermessungen und Tests und so weiter, ist fertig, schaut mich an und sagt, meine Liebe, du bist schwer unterernährt. Und warum ich das dann mal ein Stück weit geglaubt habe, war, weil ich es glauben wollte, weil das war das Erleichterndste, was ich in den ganzen letzten Jahren jemals gehört habe. Ja. Ich habe mir gedacht, ich habe ihn dann zwar angeschaut, das Erste, was ich ihm gesagt habe, war, Jürg, schau mich einmal an. Ich habe über 80 Kilo, bin 1,76 groß, trainiere bis zu 30 Stunden die Woche und schaue aus, wie ich ausschaue. Ich bin alles aber nicht unterernährt. Und dann hat er mir das erklärt. Und dann hat er gesagt, dass mein Körper voller Entzündungen ist, voll mit Wasser, Stoffwechsel komplett hinüber. Der halt quasi, der Körper ist in einer absoluten Notsituation, der alles speichert, was er nur irgendwie kriegt und nichts mehr hergeben will und alles hält. Und so habe ich auch ausgeschaut, so wie so ein Schwamm, so ganz schwammig, aufgedunsen und Ding. Und das habe ich ihm einmal geglaubt. Trotzdem hat das nicht gleich funktioniert, dann das Ganze, sondern es hat mehrere Anläufe gebraucht. Und zwar deshalb, weil genau dann die Angst vor den anderen wieder da war. Ich war in der Schweiz, dort hat es funktioniert einmal. Ich war ja nie lange in der Schweiz, nie länger als eine Woche oder so. Aber habe einmal mehr gegessen, habe mich wohler gefühlt. Der Stoffwechsel hätte die Chance gehabt oder der Körper, dass er wieder ins Lot kommt quasi, dass sich das wieder in die richtige Richtung entwickelt. Zack, ich fahre zurück nach Hause, bin in der Südstadt zum Beispiel oder wo auch immer, die Leute sehen, weil dann ist zum Beispiel, Daniel, du nimmst ein Gel beim Schwimmtraining und du stellst dir deine Kohlenhydratflasche an den Beckenrand und du trinkst Zucker, wenn du schwimmst, ja, und oder ein Riegel oder was auch immer. Und dann sind dort die Leute, ach, schau, na, die Blade, die hat es notwendig, dass du schon wieder was frisst beim Training, na, kein Wunder. Und das kriegst du mit. Und ja, sind die Leute, oft machen sie sich ja nicht einmal die Umstände, dass sie versuchen, dass das heimlich ist, sondern du sollst das ja hören, ja. Oder halt auch eben im Trainingsumfeld sonst, na, Daniel, du trainierst gefälligst nur auf Wasser, schau dich an, du musst schauen, dass du runterkommst mit dem Gewicht, du brauchst da nichts zuführen, ja, oder keine Kalorien beim Training. Und vor allem dann auch gleich so, als bist du ein Vollidiot. Ja, ich muss das so klar aussprechen, weil das ist wirklich, da wurde mit mir geredet, als bin ich ein absoluter Trottel, dass ich sowas überhaupt in Erwägung ziehe, weil das ist ja peinlich, wie du ausschaust dann. Ja, es war wirklich massiv. Also es sind wirklich ganz extrem übergriffige Sachen passiert. Und deswegen habe ich das nicht umgesetzt dann. Also das war, du nimmst davor, okay, du machst das, weil das klingt alles plausibel und wie die Erlösung, was da der Jürg in der Schweiz sagt. Dann kommst du wieder in dein Umfeld und ich habe mich nicht traut. Also das ist wie wenn du in der Schule gemobbt wirst, heimkommst oder am Wochenende oder in den Ferien irgendwie, okay, jetzt wird alles anders, Druck, selben Leid, selber Scheiß, selbes Ergebnis. Ja, genau. Also das war ganz schwierig, ja. Du musst schon in einem Umfeld sein, dass das unterstützt, ja, und wie damit du da dann wieder durch? Was ändern kannst. Also das mit dem Trainer, das ist natürlich blöd, weil man, wie viele Österreicher kennen sie die Schweiz länger als eine Woche leisten. Deswegen brauchst du es halt vor Ort irgendwie, weil gerade wenn es sowas ist, was halt so massiv oder so umfangreich ist, brauchst du dann ja quasi vor Ort die Ganzjahresbetreuung, die irgendwie sinnvoll funktioniert. Und wie kannst du dann durchbeißen? Also was kannst du jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt kommt eine junge Athletin zu dir her und sagt, hör zu, irgendwie das läuft nicht so, wie es sein soll. Was kannst der raten, wo kann sie den Rückhalt holen oder das Mindset holen, da durchzubeißen? Weil du hast es ja getan, du bist aus dem quasi wieder rausgekommen. Das schaffen wir auch viel nicht. Also es ist ja nicht, also ob Triathlon, ob Berglauf, ob Skispringen, Langlaufen, weiß ich nicht, rhythmische Sportgymnastik. Also es gibt ja da, weiß ich nicht, 17 Sportarten, die dafür prädestiniert sind. Und ich weiß nicht, wie viele Karrieren an genau sowas crashen. Ja, viele, das kann ich dir wirklich sagen. Also es kommt dann oft leider, wenn die Athletin oder der Athlet schon aufgehört hat, dann kommt irgendwann der Post, ja, hab's nicht mehr ausgehalten, weil das ewige Thema mit Essen und der ewige Druck und
die Konfrontation mit meinem eigenen Körper und Ding. Und meine mein siebter Ermüdungsbruch, weil die Knochen nichts mehr hergeben und weiß nicht. Ja. Aber wie macht man das? Ja, es war, ich bin dann damals, ich musste dann also der Trainer, der Schweizer Trainer und ich, wir haben dann beschlossen, dass ich wieder Trainer wechseln muss, weil eben das über die Distanz, das ist halt schwierig. Schweiz, Wien, das war, gesagt, das ist nicht ideal für mich, habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann schon auch in ein Umfeld gekommen, wo ich das dann mal so umsetzen konnte, weshalb das auch gegriffen hat. Es ist nur leider so, dass, das ist jetzt zwar wieder ein bisschen ein anderer Themenschwerpunkt, sage ich mal. Ich glaube einerseits, dass mir meine eigene Geschichte zum Verhängnis wird teilweise, weil das weiß mittlerweile jeder, der mit mir zu tun hat, weiß, was ich da durchgemacht habe in Sachen Gewicht und Ernährung und so weiter. Und dann ist es halt auch so, wenn Zeiten sehr stressig sind und wenn sehr viel Druck in der Wettkampfzeit kommt und so und es läuft mal im Training nicht, dann wird diese Schublade dann auch gerne mal wieder ausgepackt. Und ich sage, naja, wenn mal ein Lauftraining scheiße war, naja, du weißt ja, dass du immer aufpassen musst auf dein Gewicht und dieses und jenes und womöglich hat es wieder zugenommen, schau dich an und dieses und jenes. Einfach, weil es auch Trainer gibt, die sich nicht mit ihren eigenen Schwächen vielleicht auseinandersetzen wollen oder manchmal sich nicht selber hinterfragen wollen. Stimmt das, was ich im Training gemacht habe? Ist das so gescheit? Hätte ich was anders machen müssen oder können oder was auch immer? Also ich glaube, das sind auch viele Trainer, die nicht bereit sind, da zu reflektieren. Oder halt, ja, die sehen, wenn sie mal sagen, okay, ich habe tatsächlich einen Fehler gemacht, dann glauben sie gleich, sie sind ein schlechter Trainer oder so. Und dann ja, vielleicht waren sie auch scheiß Trainer. Da gibt es, glaube ich, schon ein paar. Ja. Oder ja, vielleicht, vielleicht war es ein blöder Tag. Oder vielleicht war irgendwas anderes schuld. Also, ja. Oder allein, wenn du den Sprung vielleicht mal im Laufen nicht machst und es zahlt sich gerade ein Stück, ja. Aber ich sage, für mich ist ein Trainer nicht ein scheiß Trainer, wenn er sagt, hey, da habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht, das hätte ich anders machen sollen oder da bin ich jetzt gescheiter. Sondern es zeigt nur, dass derjenige sehr reflektiert ist. Ja. Ja, ich meine nur, ich glaube manchmal auch, wenn man sich nicht damit auseinandersetzen will, was im Training falsch rennt, dann kann man den Athleten auch mal, dann schiebt man den Ball oder die Last, okay, dem Athleten hängt man so und sagt, du bist schuld, weil du hast XY gemacht. Und bei mir ist das Gewichtsthema halt, das ist eine Einladung. Wenn es einmal nicht läuft und ich als Trainer will mich nicht damit auseinandersetzen, warum es nicht läuft, sagen wir, naja, Tanja, vielleicht hast du halt schon wieder Gewichtsprobleme. Ja, das ist ein Punkt, aber das hat jetzt gar nichts damit zu tun. Ich bin jetzt ein bisschen abgedriftet, weil du meinst, wie kommt man da raus? Ich glaube, es führt keinen Weg drum herum, als dass man ein Umfeld findet, was Sachen Ernährung und Körperkonstitution und so weiter und Energieversorgung professionell angeht. Und das ist ganz, ganz, ganz schwierig, meiner Erfahrung nach, das in Österreich zu finden. Oder vielleicht auch in anderen Ländern, das weiß ich nicht. Es gibt sie, definitiv. Es gibt da sicher Betreuer und Trainer, die das gescheit machen. Aber das muss wirklich gescheit sein. Und vor allem darf man nicht vergessen, es wird trotzdem, selbst wenn der Trainer oder das engere Betreuerumfeld, wenn das sehr gut macht, es gibt immer noch Leute, die sehr nah immer noch dran sind, so ein bisschen außerhalb, aber die immer reinreden. Oder sei es nur mal auf Instagram, kommt irgendein scheiß Kommentar oder dieses oder jenes. Und du bist im Sport halt schon auch immer Leuten ausgesetzt, die natürlich immer schauen, okay, wie schaut die aus? Schaut die fit aus? Schaut die nicht fit aus? Dies, das? Es wird immer geredet. Also du musst da schon, mir hat dann schon auch geholfen, der Zeitpunkt, wo ich gesehen habe, hey, das funktioniert. Mehr essen, du hast Energie, du bist gesund, die Leistung passt, die Leistungsentwicklung ist da und ich esse das Vierfache von vorher. Und wenn sich das mal über eine gewisse Zeit bewährt hat, dann glaubt man das und dann kippt man da auch nicht mehr so schnell raus. Das hat mir ja schon oft davor bewahrt, dass ich da nicht wieder zurück reinkippe, wenn ich wieder irgendeinen scheiß Kommentar mal gehört habe. Ja? Nur der Schritt, bis man mal so weit kommt, das ist sehr schwer und sehr lang auch teilweise und das braucht, bis das da ist und bis das auch im Herzen ist. Und also da, wenn ich mein Video sehe, im Kopf ist, ja, bis es mal im Kopf ist und auch im Herzen ist, für die, die nur zuhören. Und ich habe auch, es sind auch schon Mädels zu mir gekommen und wollten mit mir reden für ein Gespräch und das mal halt unter vier Augen reden, wie das bei mir war oder Tipps und was auch immer. Und das, da merkt man auch halt, gegen was für Mühlen man da ankämpft. Und ich verstehe es. Ich verstehe es, warum diese Angst bei den Mädels so präsent ist, ja, und so tief verankert ist. Ja. Ja, und du findest wahrscheinlich auch, selbst wenn du wahrscheinlich drei Trainer kennst, wo du sagst, dort funktioniert das gut oder da habe ich Gutes gehört, es hat ja nicht jeder
zu jeder Zeit auf jeden Trainer oder jede Trainingsumgebung Zugriff. Also, weiß ich nicht, wenn du jetzt da hörst, oh, ich habe da vom, weiß ich nicht, Leistungszentrum in St. Moritz was gehört, dann sagst du, jo, eh geil, aber hilft halt nichts, komme ich nicht hin, kann ich mir nicht leisten, kann ich mir nicht einteilen. Es ist zwar schön, dass ich weiß, dass es das gibt, aber ist halt doof. Andererseits gibt es dann auch so Leistungszentren, die hochgejubelt werden, wo du im Nachhinein hörst, dass die Methoden, die dort abgehen, halt auch nicht nur grenzwertig, sondern weit über die Grenze sind, weil man dieses Oregon Project, weil vorher nur den Namen erwähnt habe, was ja genau in die gleiche Richtung gegangen ist. Wo ja systematisch quasi auf diese, in diese Kerbe geschlagen worden ist, durch Trainer, die was anders machen sollten in ihrem Leben. Aber nicht Trainer sein. Aber du bist dann aus dem Ganzen quasi wieder retour gekommen, bist wahrscheinlich auch im Kopf sehr, sehr viel Durchschlag oder durchhaltekräftiger, durchschlagkräftiger geworden, dass die jetzt wahrscheinlich nicht mehr so schnell was aus der Bahn wirft. Und dein Körper hat sich gedacht, Moment, das probieren wir aus, ob es nicht mehr so schnell aus der Bahn wirft. Und dann hat es dein Rücken aus der Bahn geworfen. Das war tatsächlich aber schon davor. Das war eigentlich mit einer Begründung, warum der Jürg dann auch gemeint hat, dass er sich vorstellen könnte, dass dadurch auch die Rückengeschichte entstanden ist, weil er halt bildlich gesprochen meinte, mit dem ganzen dauernd Hungern und zu wenig Essen war, der Körper ist wo gebrochen, an der schwächsten Stelle, und das war bei mir halt der Rücken. Also auch dadurch, dass ich halt die ganze Zeit. Das war noch quasi in dem Zeitpunkt, wo du quasi im Hungern drinnen warst, hat der Körper schon aufgegeben. Ja, also das hat sich bei mir eigentlich. Okay. Also der Bandscheibenvorfall war 2018, hat das Ganze begonnen, und ich habe dann eigentlich mit diesen berühmten, unter Anführungsstrichen, den Instagram-Post halt von mir, den ich damals durch Zufall eigentlich gemacht habe, wo ich mir nicht viel dabei gedacht habe, muss ich auch sagen, aber nur, dass okay, ist eine coole Geschichte, wo ich dann in einem halben Jahr 10 Kilo abgenommen habe. Das war dann von November 2019 auf April 2020. Und also da hier die Werbeeinschaltung für alle deine Instagram-Follower. Geht's einfach her und folgt uns auch. Das hilft. immer. Genau, das hilft jedem. ja, stimmt, da hast du diesen Abnahme-Post gemacht. Aber da warst du ja wieder im Training. Also da warst du ja wieder im Training, weil zuerst hast du ja geheißen, mit den Bandscheiben oder mit dem Rücken kannst du den Sport auch wieder in die Haare schmieren. Also das war ja dann schon das dritte oder vierte Mal in deinem Leben, dass irgendwer gesagt hat, hör zu, Triathlon, du, das ist kein guter Match. Ja, das war schon 2012 bei meiner Herzmuskelentzündung, die nicht erkannt wurde. Dann 2018 wieder mit den Bandscheiben. Das hat sich dann tatsächlich gezogen bis Frühjahr 2022, so Herbst 2021, Frühjahr 2022, also über viele Jahre, genau. Und ja, da habe ich halt 4 Jahre mit Schmerzen trainiert. Unerträglichen Schmerzen. Also wirklich, das man sagt, eigentlich, irgendwo muss ich sagen, es war deppert, mit diesen Schmerzen zu trainieren und Wettkämpfe zu bestreiten, das habe ich ja auch gemacht. Muss aber auch gleichzeitig sagen, hätte ich das nicht gemacht, glaube ich, dass ich aufgehört hätte. Also 4 Jahre kein Sport, es war sicher nicht gescheit, ja. Wobei jetzt, ich habe jetzt keine Schmerzen mehr und es ist Gott sei Dank, muss ich gleich klopfen, alles gut. Aber ja, mit solchen, also das war wirklich brutal. Also ja, da habe ich Zustände gehabt, in der Nacht quasi habe ich keine Position mehr gefunden, im Liegen, wie ich irgendwie liegen oder sitzen oder was auch immer kann, dass ich nicht höllische Schmerzen habe. Und wer schon mal schlimme Nervenschmerzen hatte, der weiß, wovon ich spreche. Also wirklich auch mit teilweise ins Spital fahren dann. Und am nächsten Tag habe ich trainiert. Aber auch unter dem Aspekt muss man auch sagen, es ist auch nicht besser geworden, wenn ich nicht trainiert habe. Also es ist tendenziell sogar schlimmer geworden, wenn ich nichts getan habe, als wenn ich in Bewegung geblieben bin. Von daher, ja. Helfen da die ganzen Muskeln, die du beim Rücken, ich meine, der Rücken ist ja beim Schwimmen durchaus
gut austrainiert dann immer, hilft es dann quasi diesen Bewegungsapparat zumindest rundherum so weit zu stabilisieren, weil wenn du dann aufhörst zum Trainieren und das quasi in sich zusammensackt, dann wird es ja auch nicht besser. So gesehen ja, auf jeden Fall. Also das war der einzige, ich habe viele widersprüchliche Aussagen von Ärzten gehört, das war das einzige, wo sie sich einig waren, dass die starke Muskulatur auch im unteren Rücken und im Rumpf, dass man die gerade auf jeden Fall hilft und das Ganze ein bisschen schützt. Der negative Aspekt war, wenn es brutal war von den Schmerzen, vom Nervenschmerz, reagiert auch der Muskel. Und der hat sich so verspannt, dass halt teilweise der Schmerz dann so arg da war, weil das nicht mal auslassen hat. Ja, das war wie, keine Ahnung, ein Rottweiler, der sich irgendwo drin verbeißt und nicht mal loslässt. Sehr ungünstig. Und ich halt dann wirklich schon schief daherkommen bin, eigentlich mehr waagrecht als senkrecht im Gehen so irgendwie und ja, mich halt vor mich hingeschleppt habe. Ja. Und du kannst dann als Leistungssportler, also wenn du jetzt da, weiß nicht, wenn du die Schmerzen hast und dann nur Gassi gehen musst mit dem Hund, dann gibt es halt Leute, die hauen sich einmal Morphium rein oder irgendwas in die Richtung. Ist jetzt als Leistungssportler, wenn da dauernd die Dopingagentur um die Ecke geht, auch nicht so das Geilste, wenn du sagst, ich habe diese 7 Medikamente genommen, aber ich habe eine gute Begründung. Dann sagen die, es ist lieb, aber das hilft da jetzt gerade gar nichts. Ja, nein, da hätte ich, wenn dann eine Ausnahmegenehmigung von einem Arzt braucht, aber das war, hat sich eher übrig, weil es hat, ich habe ja auch von den Schmerzmitteln sämtliche verschrieben bekommen, die eigentlich alle erlaubt waren, aber es hat eh nichts gewirkt. Also ein Schmerzmittel hilft dir nicht, wenn der Nerv schreit und gereizt ist. Ja, also das war dann eh somit keine Option. Aber schon lustiges, in Anführungszeichen, Szenarien gehabt, dass ich konnte nicht auf mein Fahrrad steigen, weil ich mein Bein nicht so hoch heben konnte oder weil es teilweise taub war oder voller Schmerzen oder was auch immer. Und aber am Rad sitzen ging zum Beispiel und dann habe ich halt Freunde und Leute gebeten, mich auf mein Rennrad zu heben, damit ich eine Stunde oder zwei Stunden Radfahren gehen kann. Also so war mein Zustand. Bin in dem Zustand zum Beispiel auch Zweite geworden bei Sprint-Staatsmeisterschaft, wo ich es dann beim Laufen leider ganz knapp verloren habe, weil ich gewusst habe, meine einzige Chance ist am Rad, dass ich attackiere und davon fahre, das ist mir gelungen. Nur war dann der Vorsprung, hat um ein paar Sekunden leider nicht gereicht, dass ich Staatsmeisterin werde. Ich glaube, das war 2021, weil ich dann beim Laufen vor mich hingehumpelt bin, wieder vor Schmerzen. Also ich habe da schon absurde Sachen auch gemacht. Muss aber eben sagen, ich bereue es nicht, weil deswegen habe ich weitergemacht. Weil immer, egal wie, irgendwie muss es weitergehen. Ja. Naja, vor allem muss man dann wieder den Bogen zurückspannen, dass man sagt, du bist ja auch nicht angestellt beim Bundesheer. Das heißt, du musst da diese ganze Chose auch selber zahlen. Und wenn du nicht irgendwo präsent bist und irgendein Ergebnis bringst oder irgendwie da bist, dann musst du halt quasi am Beckenrand verdingen und schauen, dass dir damit das Geld reinkommt, wo andere sagen, naja, ich bin angestellt halt bei der Polizei oder beim Bundesheer und kriege da zumindest ein Grundgehalt. Ich kann mich mal auskurieren oder sonst irgendwas. Wobei, ich glaube, wenn jetzt die Sponsoren sich denken, das ist eine gute Idee, die wollen wir unterstützen, also gebt uns Bescheid, wir leiten das alles eins zu eins weiter. Also, ja, in diesem Fall unterstützen wir auch Triathleten. Ich bleib dabei. Ja, hey, danke. Das wird wieder Schelte geben. 200 Folgen lang stänkern und dann aufrufen zum Sponsoren. Naja, gut. Ich bin die Ausnahme, nicht? Für mich macht man eine Ausnahme. Naja, es geht immer um den guten Zweck. Wir haben vor zwei Folgen gehabt den Rüdi Wild bei uns. Ah ja, genau, cool. Cooler Typ. Und der hat eben, weil wir eben den Schwerpunkt Nutrition haben, haben wir gesagt, so, jetzt erholen wir die das ganze Nutrition-Game durchgespielt haben. Und da sind Triathleten halt einfach 20 Jahre weiter wie wir. Im Optimieren von der Race-Verpflegung einerseits, das war er sehr aufschlussreich, muss ich sagen. Also auch was das Umfeld alles falsch machen kann. Wir haben auch schon mit der Maria geredet, mit zu dem Thema Red S, die das auch nach Jahren selbst bemerkt hat. Und sie haben eigentlich nicht, was es überhaupt ist. Im Endeffekt. Und man kommt drauf, dass eigentlich gar nicht so viel darüber bekannt ist. Und du bist jetzt da zum
dritten Mal, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, zum dritten Mal am Weg nach oben und jetzt da am Weg Richtung, wenn sie alles ausgeht, im Sommer nach Frankreich, wenn alles gut läuft. Weil es gibt da irgendwie, ich glaube, zwei Plätze männlich, zwei Plätze weiblich, wenn ich mich nicht täusche. So wird es bei uns, so schaut es aus, genau, es schaut aus. Ja. Du musst das als Nation, je nachdem wie stark du bei den Damen, bei den Herren bist, kannst du dir im schlimmsten Fall keinen Platz holen, im besten Fall drei Plätze. Drei Plätze werden es sicher nicht werden, das schaffen wirklich nur die allerbesten Nationen, so wie Frankreich, England, USA und so weiter. Aber bei uns schaut es gut aus, dass wir uns je zwei Plätze holen, genau. Und bei uns ist eben auch noch keiner fix qualifiziert, somit ist eigentlich bis Ende Mai geht die Quali noch alles offen. Ja, das ist natürlich okay. Das große Ziel jetzt für die Saison, die Olympia-Quali, darauf ist jetzt halt auch einmal alles drauf hin ausgerichtet und genau, das wären jetzt noch ein paar stressige, aber auch spannende Wochen und Monate bis dorthin, lang ist es eh nicht mehr und genau. Ja, und du hast ja dafür momentan auch eine neue Trainingsumgebung gezimmert, die da mit Menschen Richtung Olympia bringen, schon die eine oder andere Erfahrung haben. Was ich genau, gesehen habe. Ja. Und auch wenn es um Nutrition geht, habe ich schon von Menschen, die dort trainieren, gehört, ja, da muss ich jeden Tag muss ich mein Gewicht melden und wenn es zu weit unten ist, dann kriege ich Schimpf. Also der richtige Ansatz, ja, würde ich mal sagen. Ja, genau. Also du sprichst von Vincent Vermeulen, genau. Ja. Ich war jetzt auch schon in der Ramsau dort. Hab das auch schon mal mir anschauen dürfen und erleben dürfen und habe da jetzt mal ein bisschen Betreuung auch bekommen. Und das war auch sehr positiv. Das muss ich auch sagen, war ein sehr positives Statement, was auch ich gleich am Anfang gehört habe. Also eher so, du Daniel, du musst aufpassen, dass du nicht so niedrig bist mit dem Gewicht, weil sonst kann es auch einfach sein, dass du das Training schlecht verkraftest, weil natürlich im Triathlon muss man auch hart trainieren, wie im Prinzip in jedem Spitzensport, den man betreibt. Und ja, das kann auch zum Beispiel sein, wenn man zu wenig Gewicht hat, dass man dann schlechter regeneriert. Also das war ein sehr positiver Ansatz. Wir haben jetzt auch schon einige Tests gemacht und Messungen und so. Ich habe den Spitznamen übrigens treffenderweise, lustigerweise von Vincent Cookie Monster bekommen. Und zwar aus dem Grund, weil ich irrsinnig viel Zucker verbrenne. Also sehr, 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 sehr viel Zucker beim Training, auch schon bei sehr niedrigen Intensitäten. Und das sind halt alles so spannende Sachen, die man jetzt mitkriegt. Also ein bisschen, dass mein Verbrauch hoch ist, wusste ich auch schon von damals vom Jürg Hösli. Dass es aber tatsächlich so viel Zucker zum Beispiel schon ist bei sehr niedrigen Intensitäten, das war mir in der Form noch nicht bewusst. Und das spielt natürlich jetzt auch eine wesentliche Rolle für die Versorgung im Training, aber auch wie man trainieren sollte oder wie ich jetzt trainieren sollte für meine Regeneration und so. Und das sind momentan gerade sehr spannende Dinge, die ich gerade mitbekomme und über mich lerne. Ja. Nein, soweit ich das mitgekriegt habe, ist er halt extrem data-driven im Endeffekt. Ja. Und wenn ich das so höre mit viel Zucker verbrennen, finde ich das sehr lustig, da kann ich die Parallele zu mir insofern ziehen, weil gerade bei den Langdistanzgeschichten gibt es ja viele Menschen, die dann, keine Ahnung, sagen, ja, nach 2,5 Stunden fange ich da mal was zum Essen an und ja, wenn ich alle Stunde mal ein Gel nehme, dann geht sich das schon aus und dazwischen ist ja einmal was Festes. Und ich denke mir so, was? Was Festes? Im Wettkampf? Was? Wie? Ja, ich weiß, es gibt auch österreichische Spitzen-Trailläuferinnen auf der Langdistanz, die sich Käse und Landjäger reinknallen in der Verpflegungsstation. Ja. Mit eigenen Augen gesehen. Liebe Grüße, Esther. Ich verstehe es immer noch nicht. Aber ich finde es sehr geil. Und ich bin halt genau auf der anderen Seite. Ich muss alle 30 Minuten spätestens kommt ein Zuckergel rein. Und nur Zuckergels. Und wenn das 20 oder 25 sind. Ja. Es ist sehr ekelhaft, aber es geht. Weil sie werden halt nicht besser, aber du bist wahrscheinlich auch so, alle 20, 30 Minuten muss halt nachgefüllt werden, weil du brennst wie ein Luster. Ja, vor allem jetzt einmal, als ersten Schritt muss ich wirklich schauen, dass ich sehr, sehr viele Gels zuführe und da eben in sehr relativ kurzen Abständen. Wir wollen ein bisschen schauen, dass Fettverbrennung ein bisschen hoch geht bei mir, da bin ich eben gespannt. Ich kann da noch nicht einmal genau sagen,
wie wir das angehen, weil das ist eben das, was ich gerade versuche zu lernen, wie man das ein bisschen umstellen kann. Und eben auch zwecks Daten, das stimmt auch. Und das ist aber mehr, als was ich bis jetzt von sämtlichen anderen Trainingsumfeldern erlebt habe. Und das ist für mich auch gerade spannend. Einerseits, weil es was ganz Neues ist. Andererseits vielleicht eben auch besonders für mich aufgrund von meiner Vergangenheit, weil ich halt die Dinge, die passiert sind, die haben mich natürlich teilweise auch sehr unsicher gemacht, weil ich bin auch in vielen Dingen halt oft einmal die Ausnahme, muss ich sagen, dass was bei, weiß ich nicht, 20 anderen funktioniert, ich reagiere komplett anders. Und das hat sich schon, solche Sachen haben sich bei mir schon öfters einmal wiederholt. Und deswegen, ich sage immer, als Leistungssportler, das eigene Körpergefühl ist wichtig und ist entscheidend, aber ich glaube, dass ich das in manchen Dingen entweder verloren habe oder vielleicht auch in manchen Punkten nie so richtig gelernt habe, weil ich halt anders reagiert habe als erwartet. Und da ist jetzt gerade für mich das Spannende oder das, was mir irgendwie Sicherheit gibt, ist, dass ich Daten dann habe. Und wenn die Daten das sagen und wenn das da schwarz auf weiß steht, dann kann ich es einerseits verstehen, einmal, weil verstehen ist für mich immer ganz wichtig, dass ich was umsetzen kann. Und andererseits ist es dann auch leichter, das zu glauben. Also das ist dann kein Gefühl mehr, sondern es ist ein Fakt. Und dann, ja kann und, man und damit du hast gut was arbeiten. Objektives, du hast was Objektives an der Hand und nicht irgendeinen subjektiven Eindruck von whosoever, ob das jetzt du selbst bist oder ein Trainer oder jemand, der die, weiß ich nicht, im Trainingslager mal sieht und sagt, ah, letztes Mal hast du gefühlt schneller ausgeschaut oder keine Ahnung, irgendwas. Und dann sagst, na schau, dein, weiß ich nicht, Zuckerkurven schaut so aus, dein Herzfrequenz schaut so aus, dein, weiß ich nicht was, dein Laktat schaut so aus. Ich finde das immer, ich finde das im Amateursport meistens übertrieben, weil man mal denkt, Leute, ihr habt zu allem und jedem in eurem Leben 17 Datenfelder, wertet ihr die aus und ja, welche Schlüsse zieht ihr daraus, weil ich habe diesen Zuckersensor auch schon ausprobiert, war ganz geil. Dann war ich verwirrt, weil ich habe viele Zahlen gehabt und habe mir gedacht, yay. Yeah. Aber gerade im Hochleistungssport macht es halt dann schon einen Unterschied. Und vor allem, wenn das auch so eine Trainingsumgebung ist, die halt auch den Motto frönt, viel hilft viel vom Umfang. Yeah. Und du auch jemand bist, der sagt, ich trainiere gern, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich würde es einfach gern kennen, ohne Training. Das wäre geil. Ja. Einfach vorn sein ohne trainieren ist super. Nur im Rennen gewinnen, das reicht. Ich bin das Gegenteil. Je mehr, desto besser, da blühe ich erst auf. Ja, das mache ich schon. Ich liebe es einfach. Viel Training, hartes Training, das taugt mir ja. Ja, es kann verwirrend sein, die Daten, deswegen es macht erst auch nur dann Sinn, wenn man was mit den Daten anfangen kann, sonst kannst du das alles sparen im Prinzip. Ja, das ist halt ganz, ganz entscheidend, ob man da wen hat, der auch was damit anfangen kann oder nicht. Ja. Also wenn das wer richtig interpretieren kann, weil sonst hast du halt einfach viele Daten und denkst da, jo. Gestern war meine HRV 97. Ist das jetzt gut, schlecht, wurscht? Ja. Nobody knows. Ja. Und dann lässt man sie 12 Seiten durch und schaut noch YouTube-Videos und am Ende denkt man sich, jetzt habe ich auch nichts gelernt. Oder ich habe mir das Falsche angeschaut. Ja, na, das sind auch Erfahrungswerte, das kannst nicht, mit YouTube oder was auch immer, da musst du halt viel Erfahrung haben mit den Daten und dich viel damit auseinandergesetzt haben, auch mit anderen Sportlern und so weiter und dann, da merkt man schon, und deswegen ist das halt jetzt gerade für mich sehr spannend, Ja, und du kommst dann halt, wenn du jemanden hast, der es interpretieren kann, kommst du, glaube ich, immer Schritt weiter. Wenn du jemanden hast, der einfach irgendwas macht, dann, ich glaube, du vergeudest einfach sehr viel Energie und Zeit dann auf Missinterpretationen von Sachen. Wenn du jetzt jemanden hast, der das weiß, und der konzentriert sich dann auf irgendwie ein, zwei Werte und du gehst ewig lange in die falsche Richtung. Zum Beispiel aufs Gewicht. Oder es ist mit sämtlichen Daten sage ich natürlich immer so, sage ich mal, irgendein Mann in der Midlife-Crisis, der jetzt unbedingt Ironman machen will und sich anmeldet für einen Ironman, ohne jemals einen Triathlon gemacht zu haben oder nicht einmal kraulen kann oder was auch immer und dann
Das erste ist das 13.000 Euro Zeitverrat steht da und das nächste ist die Garmin Fenix. Und die Garmin Fenix kann dir hunderte von Daten sagen. Und Hauptsache, er hat alle Daten, aber er kann nichts damit anfangen, dann bringt es natürlich nichts. Ja. So ist es eh mit allen Dingen. Du musst Technologie und Daten sammeln und so weiter, ist schön und gut, aber halt auch nur, wenn man was damit anfangen kann und wenn man das Hintergrundwissen dazu hat, na, das ist eh klar. Ja. Ja, eh. Ich meine, wobei, es ist so, jeder Mann muss irgendwann einen Baum gepflanzt haben, einen Marathon gelaufen sein, einen Ironman gemacht haben, weil sonst da ist man's nicht oder so. Ich habe doch keine Ahnung. Anscheinend, ich weiß es nicht. wobei ich ja auch gelernt habe, dass der Triathlon ja vom Triceratops kommt, der hat vorn schon diesen Zeitlenker am Hirn gehabt. Daher kommt das eben endlich gelernt. Eine der ältesten Sportarten der Welt kam schon bei den Dinosauriern vor. Ja, aber das mit diesem, man braucht, also das ist aber wirklich was beim Triathlon für mich so zweischneidig ist. Um nochmal ganz anders abzubiegen, das ist, manchmal habe ich bei gewissen Dingen habe ich schon so ein bisschen ein gewisses Pay-to-Win-Gefühl bei manchen Dingen. Jetzt da ja. 98% musst du schon selber können, aber hinten raus machen es dann halt vielleicht schon dein Radl, das, weiß ich nicht, ein bisschen schneller ist oder irgendwas anderes, wo nachher das Equipment fällt halt mehr ins Gewicht wie, weiß ich nicht, wenn du nur laufst. Weil da hast halt einfach, du hast einfach weniger Teile, die ins Gewicht fallen können. Ja. Ja. Triathlon ist leider Gottes natürlich auch eine Materialschlacht, wobei man da ehrlicherweise auch sagen muss, ja, es wird dann auch vieles verkauft, einfach weil man weiß, der Triathlet wird es kaufen. Und es ist auch viel Marketing-Gag, ja. Also man braucht so viel, wie einem versucht wird einzureden, dass man nicht brauchen würde und nur das Teuerste vom Teuersten, das stimmt natürlich auch nicht. Und treten muss am Radl immer noch selber. Natürlich, wenn man jetzt sagt, wo Windschattenfahren verboten ist, Langdistanz und so weiter, Aerodynamik spielt natürlich eine Rolle, keine Frage. Aber ich sage mal, es gibt Laufräder, sehr teure Laufräder, die entfalten erst so richtig ihre Wirkung oder die zeigen erst, was sie können, ab Minimum 30-40 km/h. Und wenn das jetzt ein Age-Grupper sich die einbildet und der fährt den Ironman mit 25 km/h oder weniger, dann bringt das nichts. Ne? Aber er glaubt, er muss es haben. Es tut mir leid, dass ich da jetzt immer den klassischen Age-Group Ironman-Athleten als Beispiel nehme, aber es gibt diese Leute einfach, ja. Hauptsache das Radl war teuer und Hauptsache überall das Teuerste vom Teuersten, aber so ist es jetzt dann auch wieder nicht. Ja, und das wird dann aber auch am Radlweg, am Donauradlweg eingefahren am Sonntag nach Dulln. Ja, also ich glaube, ich weiß noch, also, ob man von der Marke Lightweight Laufräder einbildet damals und habe darauf ewig lang, 2 Jahre oder so hingespart, dass ich mir die kaufen konnte und die waren mir heilig. Und ich habe gesagt, oh, nur im Wettkampf und keinen einzigen Meter mehr, ja. Und dann sehe ich halt, besagter Age-Grupper, Langdistanz, Ironman, Fanatiker, kauft sich dieselbe Garnitur einfach so und der fährt die quasi zum Biller zum Einkaufen, ja. Also so überall hin, ja. Mein Herz hat geblutet und geht damit um, als wäre es irgendwas, ja. Aber das sind halt dann die Unterschiede. Der Profi hat das Geld oft nicht, aber der Businessmensch, der halt in der Midlife-Crisis ist und mit Triathlon beginnt, hat natürlich das Geld und gibt es dementsprechend auch aus. Aber es ist auch sein gutes Recht, muss man auch sagen. Und der ist ja auch die Zielgruppe. Ja, die Profis sind ja auch nicht die Zielgruppe von dieser Marketingmaschinerie. Weil wenn du Vollprofi bist, wirst bestenfalls von der Firma gesponsert und zahlst es nicht. Ja. Und promotest damit die Leute, die einfach 60 Stunden in der Hocken sitzen und sie denken, aber am Sonntag bei die Freund, Bock ist aus, die guten genau. Radl. Genau. Und die brenne ich her auf der Donaulände. Wobei, ich will da gar nicht immer nur hinhauen, es gibt auch genug, der Großteil von Age-Group oder Hobbyathleten, das ist sehr vorbildlich, da musst du auch erst einmal für einen Triathlon trainieren wollen, dir das antun wollen, neben Familie, neben Job. Es ist eine coole, abwechslungsreiche Sportart. Da gibt es auch genug natürlich vernünftige
vernünftige Athleten, die da überhaupt nicht so drauf sind, wo das auch nichts mit Midlife Crisis oder was auch immer zu tun hat, sondern einfach das machen, weil es ein geiler Sport ist und es ist ein geiler Sport und das ist natürlich cool. Was ich halt damit gemeint habe, ist einfach diese Materialschlacht, ja, natürlich, das ist alles Marketing, aber es ist nicht notwendig, ja, also, ja. Oder eh auch ähnlich, wenn es jetzt die Parallele zum Laufsport siehst, wissen wir ja auch beide, selbst der beste Carbon-Schuh, du musst ihn erst einmal da laufen. Und nur weil du deinen Carbon-Schuh anhast, rennst du noch immer nicht, weiß ich nicht, an 10er in 30 Minuten oder an Marathon in, keine Ahnung, unter 2,5 Stunden. Du kannst mir in einen Carbon-Anzug stecken und ich laufe da keinen 10er in 30 Minuten. Völlig wurscht, wo du mir Carbon hinpickst, das geht sich einfach nicht aus. Ja. Und ich durfte solche Carbon-Schuhe schon laufen oder testen. Und ja, sind lustig, ob einer gewissen Geschwindigkeit, dass du sagst, okay, das entfaltet seine Wirkung. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob das in jeder Geschwindigkeit auch wirklich sinnvoll, also ob es dir hilft oder ob es die bremst, gleich wie mit diesen, mit diesen Rädern, wo du einfach sagst, ja, sie sind manchmal sind sie einfach nur schön oder sogar hinderlich, weil sie halt einfach schneller hin sind. Und bei den Laufschuhen ist dasselbe. Natürlich gibt es dann irgendwie, dass du sagst, ein bisschen ein gescheites Equipment soll jetzt da schon besorgen, weil mit dem Fixie wird es halt auf der Langdistanz auch nichts. Ja. Zeitfahrrad macht schon Sinn, das ist schon klar. Ja, ich meine, es muss nicht immer das neueste Topmodell sein mit, weiß ich nicht. Und das ist ja auch die Fahrradindustrie, die hat das ja abgeneist. Na, und deswegen gibt es ja nach oben hin keine Grenzen, weil halt die Leute unter Anführungszeichen so doof sind und es halt auch kaufen in großen Mengen. Ja, wobei so doof, ich sage immer, natürlich, wer sich's leisten kann und wer es haben will, soll sich's kaufen. Ja. Natürlich auch wer, selbst wenn er netter rennt, einen Carbon-Schuh haben will und er hat eine Freude damit und er hat das Gefühl, es bringt ihm was, hey, go for it. Ja, also das ja ist klar, besser als er bleibt ohne Carbon-Schuh auf der Couch sitzen. So ist es. Genau. Also so gesehen, 1000 Rosen, kauft euch das Zeug und lauft damit. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, aber macht es halt. Und Triathlon an sich, ich glaube, ist jetzt da eine der, der familienunfreundlichsten Sportarten, das es so gibt. Also ist da vom Zeitaufwand grundsätzlich schon mal. Ich meine, ja, du kannst wahrscheinlich noch, weiß ich nicht, Regatta-Segeln dazu nehmen, wo du einfach lang unterwegs bist. Aber da nagelt es mich nicht fest, ich vom Regatta-Segeln, keine Ahnung. Wie von so vielem nicht. Ja, man braucht ein gutes Zeitmanagement, das auf jeden Fall. Und ja, Familie, die das unterstützt natürlich, wobei ich auch schon oft dann den Satz gehört habe, ich habe meiner Frau versprochen, ein Ironman nur im Sommer und dann ist Schluss. Oder so. Also, dann ist Schluss, bis nächstes Jahr. Genau, dann gibt es neue Verhandlungen. Richtig. Nein, es ist aber cool, trotzdem auch mit wenig Training. Es muss ja nicht immer der Ironman sein, es gibt da sonst sehr coole, kürzere Distanzen und Veranstaltungen, auch in Österreich. Und ansonsten ist halt ein cooler, abwechslungsreicher Sport. Also von dem her, auch für einen Hobbybereich, ja. Na, aber vor allem, du bist ja nicht auf der Langdistanz unterwegs, sondern einmal auf der olympischen oder auf der kürzeren Distanz. Da ist jetzt auch die Frage bei dir, du bist jetzt da in der Ü30. Das ist sehr schön. Mhm. wie lang? Also es gibt ja immer wieder Ausnahmen in alle Richtungen, schon klar. Aber es gibt ja für jeden Spurt so ein, wie soll ich sagen, so ein Sweet Spot der Altersklassen, wo man sagt, oh, wenn du Fußballer bist, jenseits der 30, oder wenn du, weiß ich nicht, bei den Schwimmer wird es auch schnell, ist auch schnell gegangen. Langdistanz geht länger, gleich wie beim 1500 Meter mit 30, auch schon schwierig. Wie ist es bei dem, was du machst und wie geht es dann weiter? Also es ist bei uns, also die Flora Duffy, die noch amtierende Olympiasiegerin ist, mit 34 in Tokio Olympiasiegerin geworden. Und da die Nikola Spirik war sogar noch älter, wo sie noch auf der Kurzdistanz unterwegs war. Also es gibt alles, es gibt von eigentlich schon relativ jung und sehr gut bis halt auch schon älter. In unserem Sport, wenn man das sagen, auf älter und immer noch voll mit dabei. Was auch ein bisschen momentan kommt, ist, dass viele Mama werden und dann trotzdem nochmal kommen und dementsprechend auch schon älter sind. Also es ist da
wir haben da eh ein bisschen mehr Zeit, auch auf der Kurzdistanz. Und es zeigt sich eigentlich immer mehr, dass auch die älter sind, sich immer noch, selbst auf so einer kürzeren Distanz, bei 2 Stunden so unbedingt, so kurz ist das ja jetzt auch wieder nicht bei uns, ne, sich noch gut halten und vorne mit dabei sind. Für mich persönlich war jetzt natürlich einmal der Hauptfokus war jetzt mal bis Paris. Ich sage aber für mich so, ich glaube schon, dass man mich einmal 2025 trotzdem noch auf der Kurzdistanz auch sehen wird. Mhm. Einfach, weil ich das Gefühl habe, momentan, der Rücken hat mir sehr viel Zeit gekostet oder generell diese Rückschläge, auch Herzmuskelentzündung und Rücken und so. Und ich habe momentan noch stark das Gefühl, dass ich mich halt immer noch verbessere und schneller werde. Und solange ich das werde, möchte ich eigentlich noch nicht aufhören auf der Kurzdistanz und halt schauen, wie weit jetzt die Reise tatsächlich geht, weil ich auch irgendwie das Gefühl habe, ich kann erst dann noch in Frieden gehen und damit abschließen, wenn ich weiß, okay, jetzt ist so das Limit erreicht und besser werde ich nicht mehr. Was ich mir aber vorstellen könnte, vor allem, ich will dich nicht verwirren, das ist jetzt wieder was Neues auf diese PTO-Serie, Professional Triathlon Organization, ist wurscht, das ist ein bisschen längere Distanz, das sind diese 100 Kilometer. Danke, dass es Professional heißt und nicht Pensionisten. Nein, nein, ich bin ja nicht in der Pensionisten-Triathlon Organization unterwegs. Nein, nein, das sind diese 100 Kilometer Distanzen, also 2 Kilometer schwimmen in 80 Grad und 18 ja, Lauf. Okay. Es geht so in Richtung Mitteldistanz. Die machen das ganz cool, auch vom so werbemäßig und wie sie die Veranstaltungen aufziehen und so. Könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht dann so ein bisschen zweigleisig unterwegs bin, also schon Kurzdistanz mache, aber vielleicht einmal eine Halbdistanz mit einstreue oder so und einmal schaue, okay, auch überhaupt, wie tue ich mal dort und würde das dann eigentlich nach Paris oder halt generell nach der Saison 2024 von Jahr zu Jahr entscheiden, wo die Reise hingeht, ob ich bleibe, ob ich mehr in die eine Richtung gehe oder doch da bleibe und so. Also einfach schauen, wie es leistungsmäßig sich entwickelt und wie es vorangeht. Okay, aber das heißt, jetzt zumindest einmal die nächste Zeit noch wirklich als Vollprofi oder als ja. Vollprofi. Na, bist du nicht Vollprofi, weil du kannst nicht vom Sport quasi so gesehen leben. Richtig. Ja, aber, das war aber tatsächlich auch ein Punkt. Ich habe gesagt, ich höre erst auf, das große Ziel ist, dass ich zumindest einmal eine Saison, wenn ich träumen darf, 2 Saisonen wirklich als Vollprofi das machen könnte, ohne dass ich nebenbei am Beckenrand stehe und Schwimmstunden geben muss. Das wäre schon geil. Weil dann kann ich eigentlich erst sagen, jetzt habe ich es wirklich bis zum Letzten ausgereizt und habe jede freie Stunde zur Regeneration genutzt. Aber ja, das habe ich nicht zu 100% in der Hand, sagen wir so. Okay, also auch liebe Trailrunning-Sponsoren, wenn Sie eine Triathletin bekehren wollt, wenn Sie eine Saison als Profi das durchdrucken kann, vielleicht kommt sie dann auf den rechten Pfad und zu uns in den Wald. Also, es gibt da viele Möglichkeiten. Ich habe einen Trailrun schon gemacht. In Ischgl, den Silvretta Trailrun. Zwar die und? Einsteiger, die kürzeste. Ja, war geil. Ja, eben, voll geil. Eben drum. Mhm. Da gibt es Sachen ohne Ende. Da kann man die schönsten Plätze erleben, ohne wahnsinnig viel Zeitstress. Gerade auf die Langdistanzen. Puh. Na, stelle ich mir schon cool vor. Also, muss zwar noch bergab laufen, lernen, vor allem im Gelände, ohne dass ich danach im Krankenhaus lande, aber. Ja, das sind alle noch gekommen. Das stimmt allerdings. Runterkommen sie immer. Richtig. Ja. Einfach einmal ausprobieren. Es gibt da auch auf den kürzeren Distanzen wirklich schöne Läufe, die man auch in Österreich probieren kann. Ja. Sehr zu empfehlen. Und cool. Schlimmerweise sind Triathleten im Trail gar nicht so schlecht. Durch diese Grundlagenausdauer. Einigermaßen geschickte Fiers und dann geht es schon. Schlimmerweise. Schlecht für uns, gut für euch. Ja, mach lieber nicht zu viel Werbung. Wieso? Sonst sind alle Triathleten. Wenn du es uns schmackhaft machst, weißt du, wir steigern uns immer überall rein, dann stehen wir schon alle da. Und wenn du sagst, es gibt bei der Siegerehrung oder im Ziel eine gescheite Labestation oder gescheite Fresspakete, bei der Siegerehrung sind wir schon alle da. Ja, es gibt die bei uns sogar unterwegs. Ah, ja. Also wenn du einmal die komplette Labe von einem UTMB siehst, was es dort alles gibt,
ist es dramatisch. Also ich habe gesehen, Moment, Suppe, dann verschiedene Früchte, irgendwie so 6, 7 verschiedene, dann Riegel, Gels, Oliven, glaube ich, haben sie auch gehabt, wirklich? Tomaten, Salami, Brot, Käse. Vor allem weißt du, dass du in der Schweiz bist, weil dort machen sie Fondue. Ja. Da riecht das ganze Zelt, das ganze Labezelt noch Fondue, was echt brutal ist. Ja, wenn du nach Stunde, weiß ich nicht, 15 dort in das Zelt reingehst und es riecht alles nach Fondue. Uiuiui. Aber das ist wirklich ein, es ist wirklich ein Buffet, das du dort stehen hast. Und cool. Das alle 10, 15 Kilometer. Also das geht schon. Es dauert halt ein bisschen länger. Du musst eigentlich Splits nehmen, wie lange du bei der Labe verbraucht hast oder so, wie bei uns Wechselzone. Dort, Splitzeit, Labe, Viertelstunde. Funny Story, auch das gibt es aus Auswertung. Der Mathieu Blochard, der ist Zweiter geworden beim UTMB letztes Jahr, hat sich angeschaut, wie lange er Wechselzeiten hat und hat über 20 Stunden war der, glaube ich, so auf, also 20 Stunden komplett Laufzeit und seine komplette Stehzeit in den Labestationen war, wenn ich, da darf mir jetzt keiner drauf festnageln, aber das waren irgendwie so 12 Minuten, 15 Minuten, so irgendwas um den Dreh. Ah, okay. Aber da schaut die Labe auch aus wie Formel 1. Also der kommt rein, seine Lebensgefährtin zieht am Zuber, Flasks raus, neue Flasks rein, umbockt alles hin und her, weiß ganz genau, wo was hingesteckt wird, zack, Abflug und inzwischen, sein einziger Job in der Labe ist Essen. Also dem wird die ganze Zeit irgendwas im Mund gestopft, gegessen, alles andere wird ausgewechselt und Abflug. Und der Flo und der Basti und so weiter haben ja das Ganze auch gemacht. Wir, unser einer ist ja eher so im Mittel- und hinteren Feld unterwegs und die zwei waren hinten unterwegs und die haben eine Stehzeit gehabt von mehreren Stunden. Also aufteilt, auf die Laufzeit. Wenn es so gute Sachen gibt. Ja, auf die Laufzeit von 40 Stunden nachher gesamt, weil das ist eher die durchschnittliche Ankunftszeit, ist nicht 20, sondern 40 Stunden. Und da ist dann die Stehzeit wirklich in Stunden. In manche Labestationen, wo der Dropback ist, sitzt du 20 Minuten. Und ziehst da die Socken um und die Schurch und isst was und cremst da, machst da Sonnencreme drauf und so Scherze. Also, liebe Triathleten, wenn ihr es entspannter haben wollt, kommt zu uns. Wir haben das gute Buffet und Bier im Zoo. Ein paar hast du jetzt sicher schon abgeworben. Hervorragend. Und alle die weiterhin dem Triathlon frönen wollen, sollen dir gerne folgen, sollen dich gerne unterstützen am Weg eben Richtung Paris. Ja, gerne, danke, ich freue mich. Ja, tut das, das ist für einen guten Zweck. Und wenn irgendjemand konkrete Fragen hat zu, wie kann ich irgendwas irgendwo machen, wir können es nur weitergeben, also ich jetzt im Speziellen. Ich darf dann nur immer an dich verweisen und musst dann quasi entscheiden, kann ich beantworten, kann ich weiterhelfen oder muss wer andere beantworten, weil geht in eine andere Richtung. Und alle Lustigen und Halblustigen, die so auf Instagram unterwegs sind, können das auch gerne mir schicken. Ich schreibe euch schon eine Antwort. Habt ihr auch einen Spaß dabei. Weil, wie heißt es so schön, wo viele Leute sind halt auch ein paar Trotteln dabei. Das stimmt, ja. Und in Social Media Gefilden umso mehr. Ja. Ja, ich glaube, wir sind jetzt da wirklich einmal quer durch alle Bereiche gepflügt und wieder retour. Genau, alles angeschnitten. ich sage vielen, vielen Dank, dass wir alles da so durchgehen haben können und einmal durchschauen haben können und einmal deinen ganzen Lebens- und Leidensweg nach oben uns anhören durften. Ich habe auch wieder was gelernt. Nimm was mit und ich hoffe, dass jetzt da mittlerweile alle, die uns schon länger zuhören, mitgekriegt haben, dass dieses Thema Verpflegung, Ernährung und alles, was rund um den Sport herum ist, mindestens so wichtig ist wie das Training selber. Weil
ohne tanken hilft dir auch nicht bestes Auto. Ist nämlich genau so leer. Genau, das ist einmal ein gutes bildliches Beispiel, was ich gern bringe. Das trifft es eigentlich sehr gut, ja. Und deswegen probiert jede Nutrition im Training aus, macht das wie im Wettkampf, macht das dauerhaft, weil dann funktioniert es im Wettkampf nämlich auch, wenn man es nicht erst dort anfängt. Genau. Ja. Vor allem verpflegen rund ums Training, ganz wichtig. Ja. Ja. Und alles, was man nicht probiert hat im Training, kann im Rennen nämlich nur schief gehen. Das ist das Schlimme. Ja, das stimmt. Ja. Am besten im Rennen neige Schuhe, neige Gels. Alles neue neu. Strategie. Ja, kann genau. Nur gut werden. Ein unvergesslicher Tag. Ja. Unvergesslich auf jeden Fall, ja. Na dann, ich sage vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ja. Bis bald. Wir werden dich beobachten. Oh, der Druck. Sehr schön. Na, freue ich mich. No pressure. Genau. Passt. Bis dann. Danke dir. Passt. Ciao. Danke, ciao.